So, meine lieben Freundinnen und Freunde, nach mehr als einem halben Jahr stelle ich mich für meinen eigenen YouTube-Kanal wieder vor diese Kamera. Ist nicht ganz so leicht, ja, weil die ganze Urwahl so viel Spaß sie gemacht hat, so viel Erfahrung sie gebracht hat und ich glaube, so viel sie auch ins Grüne insgesamt auch einen Tacken nach vorne gebracht hat, hat viel Kraft gekostet. Ja. Und ich habe eine Weile gebraucht, bis ich mich davon und auch von dem Rückschlag der Bundestagskandidatur in Bayern erholt habe. Das ist mir aber jetzt gelungen. Und jetzt würde ich mich gerne gemeinsam mit euch auf den Wahlkampf 2013 konzentrieren und versuchen, dass ich mit meinen bescheidenen Mitteln dort mein Möglichstes beitragen kann. Und auch keine Flugzeuge, die hier gleich drüber fliegen werden über den Essener Himmel, werden mich davon abhalten. Und wie es mir halt immer so eigen ist, schaue ich immer erstmal, okay, was kann man denn an einem selbst noch verbessern? Um die eigene Glaubwürdigkeit, die eigene Konsistenz zu stärken zwischen dem, wo man hin möchte und zwischen dem, wo man steht. Und da ich mich ja mit ethischen Finanzgeschäften oder mit Umweltfinanzgeschäften ein bisschen befasst habe, ist mir die Idee gekommen, hey, wie konsequent sind wir Grünen eigentlich mit unseren Geldmitteln, bevor sie im Wahlkampf eingesetzt werden, investiert? Und dann habe ich einen Antrag geschrieben mit anderen Leuten, die haben ihn korrigiert, verbessert, Feedback eingebracht und habe mal beim Bundesfinanzrat gefragt, hey, habt ihr eigentlich mal eine Aufstellung davon, bei welchen Finanzinstituten die Gelder von Grünen so liegen, also von welchen Organisationen? Mit wie viel Prozent unserer Anlagen sind wir eigentlich in ethisch gefilterten Investments drin? Ja, und da gab es auch eine nette Antwort, allerdings keine konkrete Zahl und deshalb würde ich gerne auf der nächsten BDK den folgenden Antrag stellen und zwar, dass wir oder wie sagen wir mal der Bundesfinanzrat eben erstmal einen Leitfaden erstellt, was ist für die Grünen ethisch umweltbewusstes Investment, welche Banken können von KVs, LVs gewählt werden, um ethisch konsequent investiert zu sein. Und welche eben nicht. Und zweitens, dass wir Transparenz haben, dass es eine Liste gibt, wo jedes Mitglied, jeder Steuerzahler, jede Person einsehen kann, bei welcher Bank, welcher KV etc. wie viel Geldmittel liegen hat. Einfach um zu sehen, was passiert mit meinem Geld, wenn ich es spende? Was passiert mit den Geldern, die von Bündnis 90 Die Grünen verwaltet werden, bis sie für eventuelle Wahlkampfzwecke ausgegeben werden? Und das ist nicht unrelevant, ja, weil ungefilterte Anlagen bedeutet schlichtweg, das Geld fließt dahin, wo es am meisten Rendite bringt. Sicherheitsaspekte stellen noch einen gewissen Anspruch, aber es kann über 5 Ecken laufen, es kann über 10 Ecken laufen, es kann sein, dass man eben bei der Sparkasse ein Konto hat, da kriegt man Zinsen drauf, die Zinsen fallen aber nicht vom Himmel, die werden in Fonds investiert, die Fonds sind wieder in Unternehmen investiert und zack, ist man bei Landminenherstellern, Lockheed Martin, Streuwaffenherstellern, Atomkonzernen, ABC-Waffenherstellern oder wartenden Konzernen und all das ist eben nicht grün. Da gibt es auch überhaupt gar nichts rumzudeuteln. Ja? Und komischerweise wird das lange so nicht gesehen. Ja? Also offensichtlich gibt es gerade keinen Leitfaden bei Bündnis 90 Die Grünen und es gibt auch keine Auskunft darüber, wie viel gefiltert ist und wie viel nicht gefiltert ist. Und es ist mit unseren Grünen nicht vereinbar, mit unseren grünen Werten nicht vereinbar, dass wir eben unsere Renditen aus Landminenherstellern ziehen. Dass wir unsere Renditen von ABC-Waffen herstellen und Konzernen wie Lockheed Martin oder auf RDS beziehen. Das kann nicht sein. Und daher wäre es einfach wichtig zu schauen, okay, dass wir unsere Finanzmittel nur noch Banken anvertrauen, die sich zu klaren ethischen Standards in der Filterung bekennen. Es muss auch keine Frage der Größe der Bank sein, sondern es ist hauptsächlich eine Frage des Willens der Bank. Es gibt diese externen Dienstleister, die den gesamten Finanzmarkt screenen und sagen, wenn Sie die und die Sachen nicht haben wollen in Ihrem Anlageuniversum, dann sagen wir Ihnen, in welche Fonds und in welche Unternehmen Sie nicht investiert sein dürfen. Und wenn man das so vorträgt, dann kommt bei den Leuten immer häufig so die Sorge, das ist wie beim erneuerbaren Strom auch oder bei Bio-Lebensmitteln, ja, aber ich selbst, ich bin jetzt auch vielleicht bei der Postbank oder bei der Deutschen Bank. Ja.
Und mir ist es eigentlich nicht so recht, wenn wir jetzt auch noch da den großen Moralapostel spielen. Aber darum geht es nicht. Ja? Es geht nicht darum, dass jeder Einzelne immer das Richtige tun kann, muss, soll, schafft. Es geht darum, dass wir als Bündnis 90 die Grünen ein Vorbild sind. Dass wir in die richtige Richtung marschieren und ganz klar sagen, wir sind gegen Waffenhandel, wir sind gegen korrupte Energiekonzerne, ja? Wir sind gegen ABC-Waffen und Massenvernichtungswaffen und wir wollen auch keine Rendite aus diesen Produkten schöpfen. Und da kann man nicht sagen, ja, 80% gefilterte Anlagen sind ja auch ganz gut. Wir haben ja auch nicht gesagt, 80% erneuerbarer Energien ist ganz nett und der Rest Atomenergie müssen wir halt mit leben. Nein, wir haben gesagt, 100% erneuerbare Energien und das sollte eben auch für unser Finanzbewusstsein gelten. 100% ethisch konsistente Anlagen, die nicht die Rendite aus dem Elend Dritter auf dem Rest der Welt schöpfen. Und damit das gelingt, dafür steht dieser Antrag da. Er verlangt nicht viel. Er verlangt eigentlich nur die Transparenz von dem, was gerade passiert und das verbindliche Ziel, dass wir bis 2018 100% unserer Anlagen durch ethisch gefilterte Institute bzw. Anlagefonds verwalten lassen. Das macht einen großen Unterschied. Und die Analogie mit der Atomenergie ist sehr spannend, denn auch Strahlung kann man nicht sehen, kann man nicht schmecken, kann man nicht hören, aber sie tötet. Und Geld investiert in korrupte Waffenunternehmen, in Atomkonzerne oder in was weiß auch immer ich, was an Menschenrechtsverletzungen durch Konzerne und so weiter erzeugt werden kann, ja, die nur auf die Rendite und nicht auf den Menschen achten, auch das tötet. Ja, man sieht es nicht sofort, aber über fünf Ecken führt es dazu. Und wir sind in der Verantwortung, nicht nur uns selbst gegenüber, sondern auch den Leuten, die uns ihre Steuergelder indirekt anvertrauen, den Leuten, die uns spenden. Das mit den Geldern, bis sie eingesetzt werden, ordentlich nach unseren Werten, unseren politischen Zielrichtungen umgegangen wird. Und dazu trägt dieser Antrag bei. Und deshalb wäre ich sehr dankbar, wenn die möglichst viele Leute unterstützen, sodass er auf der nächsten BDK durchkommt. Denn durch unser konsequentes Vorgehen sind wir nicht nur Vorbild für alle anderen, sondern wir erhöhen auch unsere Glaubwürdigkeit und zeigen, dass wir bei uns selber anfangen und damit auch 2013 in der Regierung weitermachen können. Deutschland nachhaltiger, grüner und besser zu machen. Dankeschön.